Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem Video von Main. Ich hoffe, man hört mich wieder. Ich hatte in letzter Zeit irgendwie das Problem, dass man mich nicht mehr hört. Dass man meine Stimme nicht mehr hört. Ja, wir sind da hier in dieser Poststelle. Im letzten Video sind wir ja schon in den Raum reingerannt. Nicht verschlossen, aber ich kann sie nicht öffnen. Etwas blockiert sie von der anderen Seite. Wo war der nochmal? Hier war doch irgendwas. Da, wo ist das her? Genau, so, da mussten wir ja... Seltsam. Der Ort scheint nicht anders auszusehen. Nein, du darfst das hier auch nicht. Zack, zack, zack. Aber hier eine Notiz. Der Gern spricht nicht und hat es mir vorhin berichtet. Ja, das passt. So. Genau hier haben wir im letzten Video aufgehört. Aber egal, wer mich mal wieder hören will, muss ich euch halt doppelt so viel verquatschen. Und ja. Gut. Ich denke, das hat dann eine Psyche zu tun, deswegen so. Also komisch hier. Oder so ist dein Helmet. Kann natürlich auch sein. Ich weiß nicht. Da kann ich die Stühle nicht bewegen. Ne? Ich bin fest am Schweben. Die Musik kommt wahrscheinlich die Mutter. Noch nicht. Zug. Zug. Hier will ich da irgendwas. Ja, der Song klingt echt gut, muss ich sagen. Warum hängen hier so viele Leute? Was ist jetzt hier los? Alter. Ja, verschlossen, verschlossen, verschlossen. Ah. Nein, mach den Song wieder an.
4, 6, 9, 13. Oh mein Gott, was ist hier los? Okay, und jetzt? Ach, kämpfen uns durch die Zimmer. Die ganze Zeit mir auch von deinem Unfall. Ich sag, darüber hat der... So passiert mit der, dem Fritzen, die das Spiel geheißen. Jetzt hier im Kreis oder ist jetzt die Phase? Ich gehe hier definitiv im Kreis. Weiß, oder ist das so ein Layers of Fear Trick? Dass man einfach in die andere Richtung gehen. Siehst du? Ja, schon gedacht, aber ich sehe gar nicht. Machen die Kacke einfach mal auf. Das die Geister komplett aus dem Konzept. Weil die müssen schnell gehen, jetzt auf. Und dann wieder zumachen. Okay, gut, bei der Tür. Die Tür wird gebeamt, ey. Schönen Dank auch. So, wird sich das jetzt halt hoch für sich da. Das ist halt
männlicher Erwachsener. Verkehrsunfall. Ist er allein gewesen? Zwei andere waren noch bei ihm. Frontalzusammenfall. Sieht nicht gut aus. Okay, bereite den Raum vor. Gib mir 6 Einheiten. Abdominale Wunde, linker oberer Bereich. Laterale Wunde, tiefer ein. Er hat eine signifikante Menge Blut verloren. Atemgeräusche bilateral. Erstgeräusche 1 und 2 sind ein bisschen gedämpft. Er hat einen hinterausseeren Zugang im rechten Schienbein. Blutdruck 70, systolisch, Puls bei 136. Wo ist sie? Beruhigen Sie sich. Sie kommen wieder auf die Beine. Geht's Ihnen gut? Morphin, Tranexamsäure. Nur 1 Gramm der Tranexamsäure. Okay. Warten Sie. Ich muss wissen, ob es Ihnen gut geht. Sie müssen sich beruhigen. Benutzen Sie den Beatmungsbeutel. Helfen Sie ihm beim Atmen. Und machen Sie einen Ultraschall. Andrea! Rosie! Tun Sie es! Ich sag doch, er hat einen Unfall. Ja, gut, jetzt habe ich. Sie kommt! Verlass das Gebäude! Was zum Teufel, Annika? Wohin soll ich gehen? Oh! Scheiße! Nicht schon wieder! Lass mich in Ruhe! Ich sehe auch gar nicht aus dem Punkt, wahrscheinlich muss ich da hinrennen, oder? Wird das Ding denn größer? Gut, ich kann nichts machen. Her. Boah, Alter, sehr geehrte Leute und Entschuldigung, mein Name ist Aaron Chris und ich schreibe Ihnen erneut auf, muss mir endlich jemand zuhören. Bei dem, was ich zu sagen habe, meine Tochter Annika und ich zogen aus der Großstadt und hofften auf ein besseres Leben, der in Dortmund. Also, wir wollten nur ein ruhiges Leben, diese kleine Stadt brachte uns nach Hause. Tag schauen sie jeder hat, wenn wir hier nicht gehören. Ja, ist ja mal. Kleinschau, wir machen das nichts, aber unsere Tochter Annika litt sehr darunter. Ich mit dem Blicken an wurde immer schlimmer. Tochter oder blaue Kinder sind Schikanier, die anders so schwächer war als die anderen. Ich beschwerte mich bei jedem, den ich finden konnte, aber alle schauen lieber weg. Dass diese harmlosen Streichkinder sind. Einer der Streiche ging viel zu weit und ist meine Tochter tot. Ja, jeder weiß, wer daran schuld trägt, aber niemand will was unternehmen. Die dieser kleinen Schützenrüpel, die am Turm an Annika schuld sind. Der Chef unternimmt nichts und behauptet, der Fall ist geschlossen. Er hat nicht mehr untersuchen, wo Gefühl, weil er so darin verwickelt ist. Wenn sie meine Geschichte zu Papier bringen wollen, Behörden sind gezwungen, seine Untersuchung anzuleiten. Aaron Krier zu. Ja, das stimmt. Ich habe auch schon 2 Leute dafür büßen lassen. Tom, ich möchte, dass du die Briefe von Aaron Krier entsorgst. Sie versucht. Nur unnötig auf mich auf Dummer zu lenken. Ich war ein richtiger Tragödie, dass ihre Tochter starb, aber es war ein Unfall. Die Kinder müssen nicht darunter leiden. Sieht, wie darüber wegkommen. Ben, Alter. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob sie mal ein bisschen Briefe gelesen haben. Da schreibe ich ihnen erneut. Meine Tochter kann die Zunge über schauen, hoffen, dass sie dem Dummer das soll. Nein. Deshalb Tochter Annika litt da und deswegen geblieben hat, schlimmer Tochter, ob er Kind heute lernt. Dann das schwächer an und ich werde mich aber schon direkt auf meinem Chef, dessen so eine Entfördergruppe war. Ich beschwerte mich jedem, den ich finden konnte, alle schauen wir weg oder direkt dann sie nur abends streiken können. Eine Streikung, okay, stand gerade schon der Chef und dann nimmt nichts mehr.
Bleiben Sie mir an, wann Sie möchte, ist Gerechtigkeit. Der Leiter des Postamts behielt Aarons verzweifelte Briefe. Dafür wirst du auch bestraft, du Sack. Alle werden zur Rechenschaft gezogen. Er ist doch gewusst, was mit ihm passiert ist, aber ein Unfall ist ein Unfall. Er checkt alle Erkundigungen, bekommen sie kommen. Bin sicher, dass es stimmt. Er ist der Chef und wir sollten ihn glauben. Er traut. War die immer die Schuld für den Tod der Tochter gegen den Schild? Ob sie jemand zu bringen kann, darüber zu berichten, weil sie glaubt, die wäre immer passiert. Niemand will sie stellen. Also ich weiß auch nicht, was passiert wäre. Tom auch bitten, die Wüt und so. Sie waren verwandt. Er beschützte ihn genau wie der Polizeichef. Tja, dafür werden sie halt zur Rechenschaft gezogen. Ja, hallo? Ach, da. Ben Harris, der Chef des Postamtes. Er liebte sein ruhiges Leben mit seinen Hunden und schmökerte gern in seinen Büchern. Er half öfter mal in der Kirche aus und organisierte Ausflüge für Kinder. Das Leben war gut zu ihm. Aber dann geriet sein Neffe Mark in Schwierigkeiten. Es gab einen Unfall und ein Mädchen wurde getötet. Der Fall wurde geschlossen. Aber ihre Mutter schickte Briefe an jeden, den sie auftreiben konnte. Ben tat das Mädchen leid, aber er musste an seinen Neffen Mark denken und ihn beschützen. Also sorgte er dafür, dass die Briefe der Mutter nie ihre Empfänger erreichten. Niemand würde es erfahren. Man könnte Ben als einen guten Menschen bezeichnen. Aber er half dabei, die Wahrheit über den Tod von Annika zu vertuschen, um seinen Neffen zu schützen. Jetzt kannst du ihm vergeben oder ihn für sein Verbrechen bestrafen. Also ich kann es ja verstehen. Wir wieder. Ich kann es ja verstehen, dass man die Leute schützen will, aber Mord ist Mord. Tschüss, Digga. Als ein weiterer Komplize wusste er doch genau, was er tat. Ich hab's alle verdammt. Alle verdammt. Die haben's doch verdient. Warte! Geh nicht! Du hast es versprochen! Warte! Dieser Van, der ließ sie einfach zurück. Was für ein Arsch. Und hier steht einfach eine Tür. In der Mauer. Einfach so eine Holztür. Boah, also jedes Mal ist das Arschhell, ne? Die beste Art, sich zu rächen, nicht Gleiches mit Gleiches vergelten. Stimmt. Aber das kann auch nicht jeder. Wenn jemand mir Leid zufügt, will man dem anderen auch Leid zufügen. Ist einfach so. Ich habe jemandes Zuhause betreten. Wie denn? Die Level sind im Prinzip immer das gleiche. Suche was, finde was, überlebe. Mit Kriegserinnerung stringen, das ist mein Sinn, kein Spielzeug. Ich mag sie nicht bestrafen. Warum? Kann sie regeln. Fragen, Dad. Achso. Und das ist ja auch mal so dunkel bauen, ey. Zwei Lampen aus einem Riesenraum.
war irgendwie mein Zettel da. Jemand war in meinem Büro. Ich weiß es. Mein Berufswort. Vergiss das nicht. Geh nicht in ihr Büro. Vermerkt. Gas vor. Und wie ich in das Büro gehen werde? Was ist das bitte für eine Lage? Klick. Wir werden jetzt mal hier ein bisschen hier unten durchstöbern. Leitung, mega Fernseher. Wahrscheinlich Tür zum Keller. Auf Schlafzimmer. Gut, hier kann ich gar nicht dann machen. Oh, hier. Boop. Nicht. Ja, entspann dich, Musik. Dann gehen wir nach oben. In die Dunkelkammer. Was ist das? Montego Safe. Schlafzimmer? Diese Lampe funktioniert nicht. Diese Lampe funktioniert nicht. Okay. Was ist das für ein Riesenhaft? Ekelhaft. Was ist da oben? Wie? Ich kann das nicht erreichen. Ich brauche dazu etwas Hilfe. Es geht. Und tschüss. Ich muss mich leider verabschieden. Tschüss, Kiss. Du warst schickes Bad, ey. Boah, Alter. Ey, mit den Lichtern hier haben sie da aber auch, ey. Direkt so. Wow. Boah, ist das hell. Und unseres guckt natürlich noch richtig rein. Ein Totenkopf drauf? Glaub wohl. Ja. Niemand kommt hier lebend raus, nicht wahr? Chigiwara, wird halt sein. Und es ist schon wieder 9.59 Uhr. Wie sollte es nur sein? Das ist ein Verlust, dein Zimmer nicht, ohne zuerst ein Bett zu machen. Wenn du morgen dein Bett machst, hast du die erste Aufgabe des Tages erfüllt. Dead. Ja, da hat er wohl recht. Metal. Lass ihn mal Metallfan, ne? Metallfan, Metalfan. Hey, einzig, wenn ich verstehe, ein Freund, die ich hier hatte, aber ich weiß nicht, der ist drin, werden die Dame und Dame für mich verlassen, aber ich habe große Pläne, bla bla bla. Disziplin macht viel aus, ja. Und wenn man das nicht einmal angewöhnt hat, morgens das Bett zu machen, dann macht man es irgendwann automatisch. Weiß ich. Wow, sein Vater war streng. Verdient. Ich habe früher auch nicht mal ein Bett gemacht. Verschlossen und im Schrank. Ja, gut. Riesenbuch.
Wohin soll ich denn gehen? Ist sie weg? Ganz viel rumschreien. Kriegt man ja. Alter. War ich im Zimmer? Was? Nicht da, hier ist nur ein Besen. Oh, man kennt's. Ach, genau. Jesus! Hätte mir fast den Kopf abgerissen! Alter, entspann dich, ey. Dummer Geist. Meine Fresse. Tschüss. Aufhören! Ja, ich mach's ja wieder zu hier. Entspann dich, Mann. Zurück. Okay, aber ich war ja schon. Und hier komme ich nicht rein. Ich Trottel, jetzt soll ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Alter, ist das behindert. Ist sie weg? Was? Jesus! Hätte mir fast den Kopf abgerissen! Annika, du bist zurück? Ah. Jetzt bin ich in einer Höhle. Schon wieder dieser Wald. Ach ja, stimmt, wir wollen uns am Anfang mal. Schon wieder dieser Wald. Brennen da ewig irgendwelche Leute. Oder ich sehe, wie sie herunterfällt. Das dann. Upsala. Kürze. Wirklich. So der, das Klischee schlägt. Die Löwen verraten dir wie. Die Flammen werden dir den Weg weisen. Was ist das? Ich sollte wahrscheinlich fernbleiben. What the fuck? Hier ist so ein Gollumsvieh. Was ist das? Boah, ich dachte, wüsste. Moin, was ist das für eine Riesenbiste? Wow! Thank you.
Weiter schon. Die sind schwer. Ach, muss ich die auf die Dinger stellen? Ich weiß auch nicht, wo ich damit jetzt hin muss, aber... Oha. Wahrscheinlich hier draufstellen, ne? Fehlen noch zwei. Haben wir nicht wieder rumgeholt. Ach, da ist noch einer. Das ist ein riesiger Biest. Da steht ja noch einer. Sack, Alter. Junge, was bist du? Den muss ich aber haben. Oh, jetzt kommt die vierte Tür hier, ne? Ach, das passt auch nicht.
Pistole. Hier schaut irgendwo noch einer. Wo ist das Vieh? Ja. Oh, verdammt. Hier schaut auch noch einer. Mahlzeit, moin, ey. Kusch dich. Du hast so dich weggekuscht. So viel. Schön, danke für gar. Hä? Und das war knapp. Ein Löwe. Wahrscheinlich. Wieso auch keine mehr? Vielleicht ist es Mistvieh. Ich höre es, aber ich sehe es nicht. Hallo, mir fehlt ein Löwe. Ich hab den schon irgendwo hingeworfen. Würde mich nicht wundern. Hey, wo liegt? Ich hab da erst vier Löwen geholt. Oh, piss dich doch, ey. Und er sieht mich wieder. Ach du Gesichtskirmes, ey. Jetzt, dass du wegkommst. Oh,
und er dreht schon wieder um. Ich geh kaputt. Geh doch einfach mal weg. Was ist das? Was war das? Alter, lass doch das Ding nicht mal fallen. Digga, da oben hier viel zu lange kommt, gib ein bisschen Hackengas da. Ein bisschen deine Meter da. Alter. Muss ja kommen. Muss ja kommen, dass mich das Vieh wieder sieht. Du hast dich verpisst. Das ist hart nervig, ey. Komm mal auf diesen so rum. Oder brennen. Was ist jetzt dieser Kacklöwe? Das ist ein Mistlöwe. Ist ja nicht, der liegt wieder hier. Es hat er nicht, der hat sich jetzt weggebackt, ey. Dann krieg ich hier voll Plack. Ist das jetzt so ernst? Bin ich jetzt blöd? Wirklich? Oh, ja, gut.
gut. So, Leute, ich würde sagen, ich bin euch mal das Video. Ich hoffe, euch ist gefallen. Wenn ja, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Wäre ich mich darüber freuen, wenn wir hier mal den letzten Löwen suchen. Mal wieder. Zum 10. Mal. Ja, wenn ihr Bock drauf habt beim nächsten Mal, seid gerne mit dabei. Ich würde mich selber freuen. Und dann wünsche ich euch jetzt aber noch einen schönen Tag. Bis dahin.